dieses Klassische machen. Ich nehme halt ein Webproxy, also sowas wie Tor oder einen anderen offenen Proxy. Oder wenn das nicht funktioniert, kann ich auch die URLs verschleiern. Also ich hatte ja gesagt, das wären Hash-Werte verglichen. Und im einfachsten Fall, also wenn das System sozusagen dumm wäre, kann ich einfach beliebig Groß- und Kleinschreibung im Domainnamen nehmen. Also großes W, kleines W, großes W, Punkt, example.org. Und dann, das hat natürlich einen anderen Hash-Wert wie klein W, klein W, klein W, Punkt, example.org. Ich meine, sowas könnte man noch normalisieren, das würde noch softwaremäßig gut gehen. Das Problem wird aber dann, wenn ich anfange, auch die IP-Adressen quasi zu verschleiern. Das heißt, ich kann zum einen ja die normale IP-Adresse, also 1.2.3.4 meinetwegen nutzen. Ich könnte aber auch in meinem Browser sagen, ich nehme 0.01.02.03.04 oder 00001 oder ich wandle das in eine dezimale Adresse um und schreibe eine dezimale Adresse hin. Also man kann halt beliebig viele Mittelchen finden, um hier an dem System sich dran vorbeizuhangeln. Also es funktioniert nicht ganz so gut. Und für die Leute, die ein bisschen technisch Ahnung haben, die können dann halt auch ihre IP-Adresse selber manipulieren mit einem Source-Routing. Das heißt, da gebe ich dem IP-Paket eine Information mit, wie dieses weitergeleitet werden soll. Und das leite ich dann sozusagen einfach an diesem British Telecom oder an diesem Cleanfeed-System dran vorbei. Wobei, also in der Praxis muss man sagen, dass sehr viele Provider aus gutem Grund die Source-Routing, also Pakete, die so Source-Routing drin haben, einfach wegschmeißen. Weil in der Regel wird damit eher nur Unfug angestellt und also man macht es eher, um internes Netz mal zu testen und nicht irgendwie um Pakete hin und her zu schicken. Also ihr seht, also es gibt da hier verschiedene Schwachstellen, die das System halt hat. Ja, Frankreich ist auch so eine Sache, die groß in der Diskussion war. Dort wird das Ganze per Gesetz versucht, dann Riegel vorzuschieben. Also es gibt dieses Loi Hadopi, also Hadopi ist ein Name für die Behörde, ist eine Kontrollbehörde. Und im Englischen habt ihr das vielleicht schon mal gehört, das nennt sich Three Strikes and Out. Im Deutschen mal frei übersetzt, drei Schüsse und Schluss. Das ist also so, wenn ihr auf falsche Webseiten geht, also oder im Speziellen geht es auch hier um File-Sharing, also wenn ihr urheberrechtsgeschützte Dateien runterladen wollt und werdet dabei erwischt, dann werden halt drei Schuss abgefeuert und dann ist Schluss. Und der erste Schuss heißt, ihr kriegt eine Warnung per E-Mail, indem ihr an die Gesetzeslage erinnert werdet und dann könnt ihr halt weitermachen. Dann kriegt ihr ein Einschreiben, dass ihr was falsch gemacht habt und im dritten Schritt kommt der Mann mit der großen Schere vorbei und schneidet euch die Kabel durch. Also bildlich gesprochen, also euer Internetanschluss ist dann halt weg. Und zwar, es ist nicht lebenslang weg, sondern Diskussion geht von 3 Monaten bis zu einem Jahr. Natürlich guckt dann, also zumindest in der ersten Variante, guckt dann natürlich kein Richter drüber, sondern es kann halt eine beliebige Person machen. Also mittlerweile ist das Gesetz ein bisschen geändert und es gibt ein paar größere Hürden drin. Was sie auch versuchen zu machen, ist die Überwachung von E-Mails. Und interessanterweise ist bei der Anhörung zu diesem Hadopi-Gesetz hat der Kulturminister Frédéric Mitterrand gesagt, naja, es ging halt auch um File-Sharing und so weiter. Also er ist ja selbst Künstler und er hätte sich gefreut, wenn er zu seinen Künstlerzeiten massiv runtergeladen wäre. Also für ihn ist das also ein enormer Gewinn Popularität und er würde sich freuen, wenn er runtergeladen wäre und er ist halt quasi gegen das Gesetz und dann ist er auch gefragt worden, naja, und was würden Sie denn dagegen machen, was kann man dagegen das Gesetz tun? Und er meinte, er hat zu Hause 2 Internetanschlüsse und wenn einer weg ist, ist er halt weg. Und nebenbei bemerkt, ist es also eine gute Methode, also wenn ihr wissen wollt, wie ihr Zensurmethoden umgehen wollt, fangt nicht irgendwo im Geheimen an zu werkeln, sondern fragt am besten einen kleinen Premierminister. Weil in der Türkei zum Beispiel, also Türkei sperrt auch über 6000 Webseiten, also YouTube ist da immer meistens ganz groß im Gespräch. Und der Premierminister der Türkei hat sich zum Beispiel auch vor die versammelte Pressemeute gezeigt und hat halt gesagt, guck mal, ich kann YouTube angucken und das kann man so und so umgehen. Und hat es also vor einer Pressekonferenz und allen gezeigt. Und also YouTube ist auch in der Türkei die drittmeist abgerufene Seite. Insofern sieht man auch, wie gut das dort funktioniert, diese Sperren. Jetzt springen wir ein bisschen übers Mittelmeer, kommen nach Tunesien. Tunesien ist so in Afrika ein Pionier, was das Internet betrifft. Also die haben eines der ersten Länder, die quasi Internet hatten. Die haben auch sehr viel Geld investiert haben in Computertechnik.
Auch Herr Bill Gates hat sich da mal irgendwie sehr positiv geäußert. Und die haben 2000 angefangen zu zensieren, auch Leute ins Gefängnis zu werfen. Und was sie gerne machen, ist halt 404 Seiten zu fälschen. Also das heißt, ihr kommt, also zunächst wird eine Seite halt gesperrt und ihr kriegt eine 404 Seite. Und ihr kennt ja diese typische Seite, die der IIS vielleicht ausliefert. Das Internet Information Server hat so eine andere, also eine spezielle 404 Seite. Also und die haben quasi diese 404 Seite, egal, also unabhängig davon ausgeliefert, was für einen Server dahinter lief. Also ob das ein Apache war oder ein Light HTTP oder sonst was. Und das war halt ein bisschen merkwürdig. Hat die Leute halt ein bisschen gestört. Und das, also es gibt so ein Sprichwort in Tunesien, dass das eine getarnte 404 ist. Und also sie sagen so, das ist eine getarnte 404 und der Fahrer heißt Amar. Und 404 ist so der Bezug auf den Peugeot und das Wort Amar bezieht sich auf die ATI, das ist die Regulierungsbehörde. Und sozusagen, dann weiß man, okay, hier ist man irgendwie blockiert worden. Was aber in Tunesien viel, viel schlimmer ist aus meiner Sicht, ist die Manipulation von E-Mails. Das heißt, ihr schickt irgendwie an einen Freund eine E-Mail und was ich schreibe drin, wir treffen uns morgen Mittag um 12 zum Essen oder so. Und der kriegt halt eine Mail und so, da steht drin, was ist, morgen wird schönes Wetter. Und es wird also da richtig Content geändert in den E-Mails. Und das Schlimme ist eigentlich, dass völlig unklar ist, anhand welcher Kriterien das gemacht wird. Also die Annahme ist, dass die speziell die E-Mail-Adressen filtern und dort Sachen verändern in E-Mails. Aber es ist völlig intransparent und wirklich unklar, wie das gemacht wird. Ja, der nächste Stop ist hier in Bahrain. Also ich habe das hier so ein bisschen eingekreist, weil das halt wirklich eigentlich ein ganz kleines Land ist, was man kaum in der Vergrößerung zumindest auf der Karte sieht. Und dort ist es so wie in vielen arabischen Ländern, man spricht nicht vom Emir. Das ist sozusagen eine Grundregel, wenn man die berücksichtigt, kann man eigentlich relativ gut leben. Es hat aber trotzdem jemand geschafft, irgendwie beim Formel 1 Grand Prix den Sohn des Emirs dabei zu fotografieren, wie er mit dem Säbel eine Sektflasche köpft. Und der durfte dann 15 Tage in Untersuchungshaft gehen. Und auch 2009 gab es dann ein offizielles Dekret zum Säubern des Netzes von Elementen gegen seine Kultur. Und gegen seine Kultur sind in der Regel so also antireligiöse Sachen beziehungsweise auch pornografische Inhalte. Es ist viel in den saudi-arabischen Ländern, was dann blockiert wird. Und in Bahrain ist das Schöne, dass ihr auch, wenn ihr gerne kocht, könnt ihr zum Beispiel auch keine Kochblogs mehr lesen. Oder, was natürlich cool ist, auch Werbung wird blockiert. Also hat alles seine Vorteile. Und was man auch, also man muss sagen, in Bahrain ist es so, dass es eine sunnitische Regierung ist und die haben halt auch alle schiitischen Seiten gesperrt. Und grundsätzlich geht man hier davon aus, also gerade wegen den Kochblogs und Werbung und so weiter, dass einfach die Leute, die haben sich halt Filtersoftware gekauft, haben irgendwas zusammengeklickt und dann ist es halt irgendwie gegangen oder halt nie gegangen. Also hier sind sie halt irgendwie überfordert mit der Filtersoftware gewesen. Und so sieht das dann aus, wenn ihr in Bahrain seid und auf eine Stoppseite landet, so wird es steht dann einfach da, die Seite ist blockiert und das Ganze in Englisch und Arabisch. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu dieser Figur, die ich vorhin am Eingang schon vorgestellt hatte. Das ist also eine der Stoppseiten, die man sieht, wenn man in die Vereinigten Arabischen Emirate, also da die falsche Seite erblickt oder ansurft. Und also ich habe den Vortrag initial mit jemand anderes ausgearbeitet und es ist bis heute noch nicht klar, was diese Figur darstellen soll. Also ich meine, es ist sicherlich klar, dass dieser Schutz hier vorne so ein bisschen was zu sagen hat, aber was hat diese Figur da an der Hand? Ist das eine Kanne Kaffee oder eine Kanne Mate oder sowas? Und trinkt er gerade und warum macht er das? Also es ist sehr, sehr merkwürdig sozusagen. Ja, und in den Arabischen Emiraten ist es halt so, also es gibt dann verschiedene Provider. Es gibt also einen Provider, der heißt Etisalat und der andere heißt DU. Und die haben auch verschiedene Blogseiten. Und ich glaube, das ist von Etisalat in dem Fall eine Blogseite. Also die anderen sind weniger schön. Die ist halt wirklich mal ein herausragendes Modell. Und in Saudi-Arabien, wie auch in anderen arabischen Ländern, ist es so, dass die zum Beispiel die Top-Level-Domain IL, also Israel, komplett sperren, unabhängig vom Content. Und also da geht es einfach sozusagen um die politische Aussage,
Das wollen wir nicht. Also Israel ist quasi das Böse, das ist unser Feind.